Hey Leute und willkommen zur zweiten angezockt Folge von Bug Snacks, die sozusagen S-Bahn Pokémon Diana. Ich will reinbeißen. Ich liebe sie. Ich will die alle essen. Und Leute, was machen wir? Ich krieg Hunger. Ich krieg einfach Hunger, wenn ich die Dinger sehe. Laufende Fritten, laufende Burger. Ich zeig's nochmal kurz. Hinten läuft ein Burger rum. Seht ihr den Burger an? Es ist ein Bunga. Und was wir noch zeigen wollten kurz, das hier kann man auskennen. Und das sind so Höhlenmalereien, wie wir sie kennen früher von den Menschen mit Dinosauriern und so weiter, ne? Es steht halt hier dabei, dass es damals anscheinend ganz, ganz große Bugsnacks gab. So wie halt die Dinosaurier damals. Finde ich eine ziemlich geile Idee, finde ich ziemlich lustig. Leute, wer die erste Folge nicht gesehen hat, schaut euch logischerweise zuerst die erste Folge an. Ganz klar, Diana, ne? Ja, auf jeden Fall, sonst habt ihr was verpasst. Denn wir haben hier letzte Folge etwas gefangen. Und das Gefangene müssen wir nun verfüttern. Ja, wir müssen ständig die Dorfbewohner hier füttern mit ihrem Scheißdreck. Wir geben es ihm rein, Diana. Bin gespannt. Ja. Bin gespannt. Ja, guckt ganz direkt. Oh, ein Pommesfuß nur. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Ich hätte alle vier gedacht, ne? I want to eat those darn shishk bugs. Als wir den anderen essen. Those pests are easy to spook, and they don't even like ketchup. Not sure why they bother with me. Okay. Figure out how to wrangle them, and I'll be set. Okay. Wir müssen die beiden fangen. Sie sind leicht zu erschrecken und mögen kein Ketchup. Hast du Ideen, Diana? Also anschleichen. Ich denke, anschleichen wird die Idee sein, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich frage mich aber auch, wenn diese Spinne keinen Burger mag, warum sie so nah bei ihm sitzen bleibt. Das hat er ja gesagt, das weiß er auch nicht. Ja. Das weiß er auch nicht. Also, wir haben hier vor uns nämlich hinter dem Busch hier eine. Ich rüste mal die Falle aus. Wie ging's nochmal? Achso, ja. Die sitzt hinter dem Busch hier nämlich. Ich schleiche mich an, einer. Bam, ganz langsam. Nicht so. Meinst du, geht schon? Ja, sieht gut aus. Echt? Nein! Ja, wir haben sie! Yeah! Wir haben sie denn. Ist das eine Mischung aus mehreren Bugsnacks? Ja, sieht rausgeben? So aus wie so ein Schaschlikspieß. Ja, und die zweite ist da hinten. Man kann ja mal so scannen. Ein Schaschlikspieß. Oh Gott. Krieg ich echt Hunger, ne? Okay. Steigen uns wieder an, einer. Psst! Ist so laut. Wo ist sie? Meinst du, es passt wieder? Sieht doch ganz gut aus. Scheiße, das kommt nicht. Aber es ist doch in diesem Weg da drin, diesem lilanen. Ja, aber man muss ja schrecken jetzt anscheinend noch. Ja, jetzt. Ja. Die kommt rein, oder? Die ist aber gerade schon langsam. Ne, die kommt nicht rein. Die hängt irgendwie ein bisschen fest. Die hängt fest! Nein! Na, klasse. Das ist irgendwie ein bisschen... Wenn sie jetzt festhängt, wollte ich sie gerade einfach aufnehmen, ne? Ja, aber... Das ist doch fies. Kommt die jetzt nicht mehr raus, als gestanden, ne? Nee, nur wenn du sie zwingst. Aber was vielleicht heißt zwingen? Zwingen, vielleicht... Ketchup! Sie mag doch ja, genau. Sie mag kein Ketchup. Wir schießen auf den Busch. Hast du es auch mir erwartet, Anna? Ja. Also jetzt kommt der andere. Aber, ja. Bam! Yeah! Also läuft wieder rein. Vielleicht müssen wir sie das Ding dann näher hinstellen. Wir müssen das ganz nah hinstellen. Nochmal. So, nochmal Ketchup. Hey Leute, wir kriegen das raus. Wir würden alle S-Bahn-Bugsnacks hier fängen. Oh oh, die Falle hat auch was abgekriegt. Stimmt. Nein, sie ist zurückgeschleudert worden. Scheiße. Diana, das ist schwieriger als gedacht. Ja, wirklich. Aus, das ist sehr, sehr strategisch. Das ist doch irgendwie auch schön. Und das ist erst der Anfang, Leute. Ja, wir haben sie. Wir haben sie. Und jetzt müssen wir sie verfüttern. Ist schon ein bisschen bestialisch auch, ne? Ja. Der gute Schischkrabbler. Der gute Schischkrabbler. Oh Gott, mit den Schaschlikspießen als Bein. Das ist ein Pilz. Pilz? Pilz. Guck mal, das ist ein Pilz unten. Der Po ist ein Pilz vom Schischkrabbler. Oh, man kann sich sogar angucken. Lustig. Mahlzeit! Ja, ist ein Pilz und eine Tomate. Ja, aber dann ist es doch so ein Spieß. Ja.
Zahnstocher jetzt in der Hand. Let's get revenge on those bungers. Was, die Burger auch noch? Wily for your trap, but if you can get them all woozy and vulnerable, you can scoop them right up with this net. Leute, Diana, wir haben ein Netz. Das ist ganz schön ausgefuchst. Wenn sie betäubt oder verwundbar sind. Wie bekommen wir betäubt? Und wo ist das Netz? Wie bekommen wir sie betäubt? Ist die große Frage. Oh! Achso, das geht automatisch. Ah. Okay, also das Netz ist automatisch. Nur wie betäuben wir jetzt bitte einen Burger? Hm. Haben Sie Ideen? Kannst du ihn nochmal prüfen? Hm? Jawohl, ich prüfe ihn. Stößt vor allem beiseite und greift alles an, was mit Ketchup beklebt ist. Ich glaube, wir müssen ihn wohl gegenlaufen lassen, ne? Ja, das kann schon sein. Ich glaube, wir lassen ihn mal gegen den Baum laufen. Oder so. Falsche Richtung. Kannst du dich bitte umdrehen? Ich beiß dir gleich in den Popo. Guck dir das Brötchen an. Die Gürkchen, Diana, die Gürkchen. Und diese Füße. Die Füße wird auch gelesen, ja. Aber der Ding interessiert ihn leider nicht. Das fühle ich. Hey, steh doch da. Hä? Alles, was mit Ketchup beschmiert, greift er an. Hä? Ganz seltsam. Das ist ehrlich unser richtiger Kandidat. Vielleicht musst du es im richtigen Moment machen, aber das ist ganz schön schwierig. Ja, das ist ein Mini-Kreis hier. Mhm. Hier sind wir die beide aufeinander. Kannst du nicht eine Spur legen rüber zum anderen? Ach, stimmt. Stimmt. Ja, Diana, wir sind Profis. Oh, Mann. Er hat gar nicht lang gedauert, Leute. Oh, Mann. Wir haben's. Wir füttern ihn. Oh, aber mit dem richtigen Burger. Das will ich jetzt auch essen. Oh, eine Curly Fries Hand ist schon brutal, ne? Justice is served. Post, Pause. Jawohl. That's dealt with for now, but they'll be back eventually. Well, I'm fixing to get my old garden growing again. Oh, you really mean it? Let's get moving right away. So, Diana ist wieder da. Der Bürgermeister gerade dabei, mit einem richtig harten Tritt, glaube ich, den Baum zu fällen, Diana. Oh, okay. You're a pretty good hunter. Er stupst ihn einfach nur an. It's been rough since Lisbeth. Oh, yeah, Minnie. Been rougher for some than others. Hey, I sure could use help with this tree. Wundert mich nicht, dass er mit Erdbeeren und Möhrchen das nicht schafft. Ne? Best not to dwell. Aber er mit seinen Pilzen und mit dem Curly Fry wird es schon hinkriegen. Hold on, I got this. Das ist die Curly Fry Power. Y'all just get along now. I'll catch you. Oh, Mann. Okay, wir sollen mit Ketchup uns ab den Weg machen und er gibt später Senf dazu. Okay. Yay! Yeah. Gehen wir in die Stadt? Nach Naschingen, Diana? Ich will essen. Like, oh my god, is this squeeb really talking to me right now? I'm not a squeeb. Das ist kein Weicher, er hat ein Möhrchen. Philbo, personality type, squeeb. Skills, none. Friends, none. Was ist die gemeint? That because you wrote that in yourself. It also says... You're a terrible leader. Er ist doch der Bürgermeister. Like, are you still? Oh man. Zonk off, Squeeb. Die lässt sich echt was sagen von dir. Ich könnte dich füttern mit ganz viel Scheiß und du wirst danach dumm aussehen. Willst du das? Oh, wahrscheinlich ja. You're that journalist. I haven't seen a new face in like forever. I'm Befika Winklesnoot, and I know everything about everybody. Okay. I love your snack scope. You and me are toads, twinsies. I bet you've seen lots of great stuff. Let me take a peek at your journal. Ich weiß nicht, ob ich mit dir befreundet sein möchte. You lost your journal? No big deal. You can borrow one of mine. I keep them in my cave. Bring it here. I'll show you how it's done. Sie hat was in ihrer Höhle? Das hier? Oder was? Das ist ihr Tagebuch! Oh, ein Tagebuch gefunden. Das ist ihre Höhle. Oh, sie liebt. Hot Dogs. Guck mal, es hat Augen. Ich will sofort reinpeißen. Wir können hier alles scannen wieder. Das ist das Tagebuch. Ja, wichtiger Scan. Das war's. Ja. Okay. Oh, Mann. Was bringt das Logbuch jetzt?
Was ist unser... noch eher Pokédex oder so? Way to play fetch. Okay, now open it up. Wir öffnen es. Ich kann irgendwie... Space. Ne, Back. Toll, was ist jetzt Back? Ah! Oh ja, unser Pokédex! Erinnert mich so sehr an Viva Pinata. Buggypedia! Oh Gott, Bugsnacks müssen kennen untersucht haben. Und da steht auch dabei, was wir dabei lesen konnten. Und oben gibt es noch mehr. Ach du Scheiße. Ui, die ganzen Dorfbewohner. Und das da unten, was? Ah, wenn wir sie besser kennen, fühlt sich das da unten. Okay. Spurenseite. Hinweise und Spuren. Okay. Sagen wir hier. Ah, Aufträge. Ja, auch klar. Und was wir tun müssen. Oder das brauchen wir endlich mal. Das war sehr gut. Was ist das hier? Snackpack, darin bewaffnet. Ah, das sind alle, die wir haben. Okay, in unserem Snackpack. Und wir können mehr tragen. Ja, wir können noch was freischalten. Und das ist die Insel, Lena. Guck, wie viel wir gefunden haben bis jetzt. Nicht viel. Nicht viel! Und das sind unsere Fallen und Gegenstände. Okay. Da hat sich eine Erdbeere eingeschlichen. Ja, guck, sind ja. Oh, das sieht man hier rechts gar nicht. Schade. Das ist eine Erdbeere. Okay, 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 okay. See, everything you scan with the snack scope winds up in the journal. Aber zum Glück sind die Sachen auch drin, die wir schon gescannt haben, ne? Wambus is scaring all the snacks away. You'll have to come back later. Until then, you should get Philbo out of here. Okay, es kommen später noch mehr Bugsnacks, okay. Ah, ich mag das Game. Ich mag das Game. Okay, wir gehen rein. Weiter geht's. Over with, buddy. Beweg deinen plüschigen Hintern, Mann. Beweg deinen plüschigen Hintern. Keine Ladebildschirm-Bugsnacks? Nur rechts unten die Erdbeere. Siehst du sie, Dana? Ah, da kommt eine. Ah, da ist noch was. Geht aber langsam. Ein Burger. Jetzt lädt es gerade echt langsam, ja. Aber da tauchen nur die Bugsnacks auf, glaube ich, die wir gefangen haben, ne? Ja, ja. Die haben wir bisher alle gefangen. Oh, die sehen so lecker aus. Ich will überall reinbeißen. Ich will ein Pommesfüßchen! Ich will in den Burger beißen. In den Pompo. Und die Curly-Fleisch. Ja. Here we are. Die Stadt. Wir haben die Stadt gefunden. It's a regular old ghost town. Müssen wir wahrscheinlich erst alle Dorfbewohner zurückbringen, ne? I don't know what I expected. Without Lisbeth around, nobody would want to come back here. Okay, wir brauchen Lisbeth. Oh. It's not much, but it's still home. Nein, es ist nicht ein Zuhause, es ist dein Zuhause. Ja, es ist dein Zuhause. Wo steht hier ein riesiges Schiff? Ah, es war auch so ein Luftschiff. Ist das das Ding, wo wir runtergefallen sind? Nee, das muss ihres sein. Ich kann nicht hochspringen. Guck mir nicht so an! Okay. Snacksburg. Ah, und hier macht er jetzt... Okay, weil wir dem jetzt geholfen haben, ist jetzt unser Gärtner in der Stadt. Und ich denke, wir müssen allen helfen, ne, dass wir alle zurückbringen. Ne? Ja. Also nach und nach. Es erinnert mich ein bisschen an Digimon und, World. Und wir erschalten Folge frei. Auch ja. Digimon World auch, ja. Und an... Auch an Viva Pinata. Da muss doch die Sachen zurückbringen erstmal. I'm sorry. I guess you're not gonna get that. Wir werden sie schon finden. Wir werden sie finden. Yet. Ein paar Fragen stellen. Wer braucht schon Lisbeth? Du bist doch da. Ja, auch eine gute Sache. Really? Me? I mean, if you want to. ask away, I guess. Er freut sich, okay. Er freut sich. Wer bist du? Okay, wir nehmen gerade alles auf. Wer bist du? I'm Philbo Fiddlepie. I guess I'm sort of like Stimmstiefel. Deputy Mayor? I don't know. Stellvertretender Bürgermeister? I'm not good at most stuff, but I like to Wer help ist dann out. Der Echte? Vielleicht ist es Lisbeth. Well, Lisbeth asked me to tag along, so I dropped everything and here I am. Okay, der ist mit Lisbeth einfach mitgekommen auf die Insel. Mhm. Oh, they're great. I mean, they taste good and they make everybody Sie machen happy, glücklich. So what's not to love? Klingt ein bisschen wie so Drogen, ne? Ja, ein bisschen. Oh, Lisbeth and me go way back. Lisbeth is awesome. Okay. She always knew what to do. And es verliebt. Es verliebt. In all of us. She leave me in charge of Naschingen. Ich mag Naschingen. Ich will gerne in Naschingen wohnen. I mean, I wasn't really in charge. Nobody took okay, also Lisbeth ist die Bürgermeisterin. Ja, okay. But as long as Lisbeth came back with Bugsnacks, everything was fine. Was ist mit Naschingen geschehen? One day, Lisbeth went out hunting and oh Gott! She didn't come back. Oh je. Sie wurde von irgendeinem großen Bugsnack angegriffen. I tried to step up and keep everybody calm. Well, technically, I was in charge, right? But wir haben am Anfang ein Skelett gesehen, ne? That didn't last long.
mit so einer Spitzhacke in der Hand. And then an earthquake, and ja. Then everybody decided they'd be better off alone. Erdbeben. They couldn't even keep us together for one day. I honestly don't know what Lisbeth saw in me. Fertig. Sorry, buddy. I didn't want to bum you out. Lisbeth might be gone, but you're here now. Wir sind der neue Bürgermeister. You listen to me, but you? You're pretty good at stuff. And, oh, yeah. Well, nobody hates you yet. Uh-oh. You can catch bug snacks and bring everybody back to Snacksburg. Once they're here, you can do some more interviews and figure out what happened to Lisbeth. Stimmt leider, ne? You should find Bramble on the beach. If we get his ranch going again, that'll be a big help. Snacks-Zucht. You could also go back and talk to Befika, I guess. Anyway, I'll be here if you need any advice. All right. Good luck, buddy. Okay, wir können zum Strand gehen. Da hat er hingeguckt. Du hast mehrere aktive Aufträge. Ja, oder wir gehen zurück zur Dame. Ich habe keinen Bock, zur Dame zurückzugehen. Ja, richtig. Das habe ich gerade auch gedacht. Nicht wir gehen an den Strand. Wieder zu Hause abgeschlossen. Ohe, ohe, ohe. Bin gespannt, bin gespannt. Welche Strandbugs Next Day, denkst du, finden wir da? Schrimps? Sicher irgendwas mit Schrimps, oder? Muscheln vielleicht? Ich will Fischstäbchen. Fischstäbchen wäre auch geil. Snacksburg is inhabited again. A surprising discovery. Fischstäbchen. You are the ignoble journalist. Ehemaliger Journalist? Hey, wir sind doch Journalist. Despite your lack of any and all useful skills, I require your assistance. Lass mich raten, willst du was essen? Lass mich raten. Ah, obedience is a fine substitute for competence. Now, my experiments were halted with the unfortunate disappearance of Egabel. Since the settlement's dissolution, finding new subjects has been vexing. Was untersucht die Dame? Was für Experimente? Gastronomic biochemistry. Biochemie? Never mind the details. Oh Gott. Silence yourself and listen. You've likely witnessed Grumpus limbs transforming into bug snacks. I call this Snackification. Under normal circumstances, this occurs at random. However, I have developed a method to direct the effect to specific limbs. It's simple once you understand the internal mechanisms behind the molecular dissemination of snack. Sie will also rausfinden, wie man Möhrchen da unten ranmacht wahrscheinlich. This is the Snacktivator. Feed me Strabby. Poke Snacktivator in foot. Foot turns into Strabby. Understand? Das benutzt. Yum, yum, yum. Kleinen Fuß auswählen. Leute, wir können sie jetzt alle ummodifizieren, Diana. Very good. Wie wir wollen. You to field test the Snacktivator for the time being. I meanwhile have some very interesting plans for my leg. Wirst du es essen? I look forward to sie wird es essen, oder? Sie wird es einfach essen, Leute. Gibt es hier was Neues? Das war sie. Das ist ein neuer Busch. Das sah mit Blüten. Das sah ein bisschen anders aus. Was ist das da hinten oben? Was ist das? Ein Shankiri! Es ist kein Daikiri oder so, deiner. Nee. Muss mitten in der Luft gefangen werden. Oh Gott, das wird ein Shankiri. Oh, ich mag die sagen. Saufe habe ich schon mal gefunden. Oh, ist das eine Kiwi mit einer... Ist eine Kabel drin? Kiwatsch. Ein Kiwatsch. Der hat einen Löffel drin. Es folgt Sachen, die ihm gefallen und stupst sie dann mit seinem Löffel an. Müssen wir da mal reden? Ist der cool. Okay, stupst mal die Falle an. Stupst mal die Falle an mit deinem Löffel. Ich mag ihn. Guck dir an. Guck dir nicht an. Er stupst alles mit seinem Löffel an. Wer hat eigentlich den Löffel reingesteckt in die arme Kiwi? Keine Ahnung. Bam. Yeah, Kiwatsch. Ist der, der mir sich freut. Oh, ich mag ihn da jeder. Er freut sich so. Der ist auch echt süß. Ja. Komm, wir packen ihn am Löffel. Wir packen ihn am Löffel. Oh, da rennen Erdbeeren rum. Ja. Und was ist da unten? Was ist das? Ein Krapfel! Was? Ein Krapfel. Erdbeere am Strand. Okay. Also Erdbeeren fangen ist ja leicht. Aber wir dürfen uns ja auch nicht zumüllen mit dem Ganzen, ne? So, wie fangen wir eine Krabbe? Das ist halt echt ein Apfelstückchen, ne? Das ist halt süß. Stell's einfach mal hin. Okay, er haut sofort ab. Buff. Wir testen das einfach mal. Stell's hier hin. Ja! Nein! Was? Oh, ich hatte ihn schon fast! Ja, aber du musst wahrscheinlich wieder gucken. Vielleicht kann man ihn wieder nicht wie den Burger damit fangen. Da. Ich glaube schon, dass der rauskommt.
Yeah! Wir haben einen Krapfel! Guck dir die Apfelspalten an. Lecker. 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 Das total das, niedlich. Das sind die hier, ja? Was war das Fragezeichen? Ah! Meeresmuschel. Was? Angespülte Überreste einer Kreatur aus dem Riff in der Nähe. Ach so, das ist eine echte. Also ein. Da ist was echtes. Mann! Das ist was echtes angespült worden. Hä, wo ist die? War nicht gerade hier drin? Ich dachte, da hinten. Also das da hinten! Ja. Die kann man jetzt einfach in die Hand nehmen. Und wer? Okay, das ist für irgendwas gut. Okay. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Bällchen? Bist du? Was bist du? Du hast den Ball, ja. Nein, ein Ohrschalinga. Ein Ohrschalinga. Es rollt sich zusammen und versteckt sich in Kühlen oder Baumstämmen. Man muss es irgendwie da rausholen. Okay, ich hab eine Idee. Nein, wir holen das Ohrschalinga jetzt hier. Muschel. Nehmen. Lustig, wir haben einen Schatten. Hinten rangehen. Es geht. Nein, du hast so hochgeworfen. Guck doch auf den Bogen. Es geht da nicht rein. Du könntest mit Ketchup reinschießen. Es geht nicht. Schade. Du könntest mit Ketchup reinschießen. Stimmt. Wäre eine Idee. Es geht nicht. Das ist so eine Grenze anscheinend. Wie kriegen wir den da raus? Komm raus, du Sau. Ich will dich essen. Nee, das geht nicht. Aber wir haben kein Ketchup mehr. Lol. Aber dann kriegen wir es so nicht raus. Du hast noch mal Glück gehabt, Orange. Du hast noch mal Glück gehabt. Nee, das sag ich mal Glück gehabt. Er hat Glück gehabt. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder, Reed. Er läuft da. Was ist das denn? Ist das ein Ananas? Was? Ananantel? Sie vergräbt sich im Sand und versteckt sich dort. Vielleicht können sie ein anderer Bugsnacks sie ausbuddeln. Wer kann die Ananas ausbuddeln? Und warum? Das ist eine Ananantel. Das ist eine Tarantel-Ananas. Also, ob ich die essen will, weiß ich nicht. Du bist also da drin und musst gebuddelt werden. Okay. Und der hat einen Löffel. Der stupst dir alles an. Guck mich nicht so an. Ich liebe die Dinger. Weg war er. Der geht ja auch weg. Okay, jemand muss ihn ausbuddeln. Da ist wieder eine Orange drin, oder? Ja. Okay, okay. Wie wird da ausgebuddelt? Aber der eine sagt ja mit Löffel. Aber wie kriegen wir den dazu, dass er da hingeht? Oh, es gibt so viele Entdecken und so viele Rätsel hier. Ja, Dinge, die er mag, macht er. Schubsi. Was hier los? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Spielt Banjo, okay. Was macht ihr? Okay. Warum hat der eigentlich eine Erdbeermütze auf? Weil es ihm gefällt. Oh Gott. Die meinst du, er freut sich oder ist gerade geschockt? Meint sie überhaupt ihn? Wiggle, keine Ahnung. Your song's nice and all, but you're scaring the little ones. Oh, sorry, Gramble. Inspiration is so hard to find. Nicht den Erdbärchenangst, Mann. I just have to sing wherever it strikes me. Nicht den Erdbärchenangst, Mann. Hör auf. Well, maybe it could strike you over there. Oh, but I'd hate to go alone. Oh Gott. Won't you join me for a long walk on the beach? Nein. Like a date? Of course, darling. It would just be you, me, and your delectable strabbies. Singing that way until we drift off to sleep. No! Sorry. Every time I go to sleep around you, my snacks just up and vanish. Sie klaut immer die Erdbeeren. So no to all that. But the date's still a maybe. Oh, very well. I will go and seek my inspiration. Da geht doch. Alone. Da geht doch.
Ta-ta, my dear. Die wollte ihre Erdbeeren essen. Ach, seine Erdbeeren essen. Einziger Grund. Ja. Die armen Erdbeeren. Für arme Mann. Bist du klein und knuffig? If you're looking for bug snacks, you best turn back. These little ones are my kin. Also züchtet die hier. Okay, okay. Well, that's a relief. Sorry to be short with you. I haven't slept much lately. I'm Gramble Giggle Funny. I'm an aspiring bug snack. Ein breeder. Züchter, deiner. Ein Pokémon Züchter. I'm not too keen on going to town, but I'm running out of room down here. Yeah. I want to get back to my barn. Trouble is, some of my snacks went missing. Oh God, wir sind alle bug snacks holen. They're all home. If you want to help me, then I got a friend to introduce you to. Follow me. Ich mag die Erdbeerchen. Okay. Jetzt. See that Strabby? That there's Sprout. Das ist Ed, Diana. Willkommen, Ed. Buggy ball. We were in the middle of training. See if you can guide Sprout back here to oh, us. Oh God. Uh-uh. So, Ed. Yep. Link. Er ist in einem Hamster, er ist in so einer Hamsterkugel. Wir müssen ihn lenken. Guck mal. Oh mein Gott. Schaffst du das? Komm rüber da. Ja? Und dann? In die Höhle? Oh mein Gott. Das ist ja hardcore. Und dann? Ah, hier rüber. Hier hoch. Ist das knuffig? Man kann Bugsnacks trainieren. Ed schafft das. Ja, natürlich schafft Ed das. Guck ihn dir an. Bringst du es hin, Ed? Wir glauben an dich. Du schaffst es, Ed. Du schaffst es, Ed. Und yeah. Wir haben den Ed. Hallo, Ed. Du und deine Hamsterkugel. Was ist das gerade wirklich kaputt? Have you talked to Wiggle yet? Oh, she's real. Was? Wie jetzt? Ah. Wie jetzt? Nimm die Käferkugel, gehört jetzt uns? Wie jetzt? Hallo, Ed. Also, er mag dich. Sprout's always been a good judge of character. Sprout loves adventure. Always got along well with Liz. Wir werden ihn essen später, deiner. Nein. Okay. My three peel bugs. They like to hide out kleinen Löchern am Strand. Please find them. Those little cuties must be so scared without me. Glaubst du, mit unserer Kugel können wir auch die Orangen rausholen? Das habe ich gerade auch überlegt. Oh mein Gott. Gib ihnen die Kugel. Da ist nur Orange. Offenbar leben hier darin Schalinga. Also ah, da dann drin. Müssen wir die Kugel da durchrollen. Wir müssen das testen. Einsetzen. Lenk. Ja! Yeah! Oh mein Gott, wie geil. Ja, das hätten wir vielleicht vorher machen müssen. Hab schon, hab schon. Wir haben ein Orsch... Oh, Orsch? Ein Orschalinger. Oh, wie cool. Du bist Sophie. Ich mag dich, Ed. Oh, wir sind voll. Unser Beutel ist voll, Diana. Das ist schlecht. Ja. Was machen wir damit? Das müssen wir die jetzt verfüttern? Was macht man mit dem vollen Beutel? Oh Gott, Leute. In deren. Eigentlich ja. Aber Leute, wie wir den Beutel leeren. Und mehr sehen wir vielleicht in einer weiteren Folge Bugsnacks. Ihr entscheidet, ihr habt jetzt Folge 1 und 2 vom Angezockt gesehen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Däumchen nach oben, schreibt es in die Kommentare. Ich feiere das Game, Diana. Ich muss alle fangen. Alle. Und ich will jetzt einen Daikiri haben, da hinten, der da rumfliegt. Und eine Anna, ja, die ganzen Ananas-Dingsbums. Anna. Ich will vergessen. Irgendwas mit einer Spinne. Ich will die Spinne auf jeden Fall. Leute, aber wie gesagt, Meinung in die Kommentare. Dianas Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch gerne vorbei. Ja, schaut gerne vorbei. Würde mich freuen. Und wir sehen uns vielleicht wieder im nächsten Bugsnacks Abenteuer. Mal gucken, was wir Leckeres essen. Haut halt rein. Ciao. Tschüssi, macht's gut.